Hallo! Hi. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch alle. Ja, wir haben, wie nennen wir das eigentlich? Der Podcast ist einfach jetzt ein Guten Morgen Podcast geworden. Wir zeigen euch einfach, wie wir frühstücken. Ne? Wir haben Kaffee dabei, wir haben Milch dabei, wir haben Kakaobohnen dabei. Ein Tranja, wo wir den Kaffee warm machen. Ja, Tee, Orangensaft und wir machen heute einfach, wir labern einfach. Heute ist ein Laber-Podcast. Wir reden einfach, was uns einfällt. Das ist am besten. Ja. Und das hat jetzt so lange gedauert, Leute. Ich fange jetzt direkt an, einen schönen, leckeren, koffeinfreien leider Kaffee zu machen. Ja. Oh, ja, ja. Wir wollten nicht uns einen guten Kaffee nehmen dafür, weil einfach das Wasser nicht zu heiß kann, also heiß werden kann so richtig. Und deswegen haben wir jetzt den koffeinfreien genommen. Aber ist auch irgendwie blöd, weil jetzt hat man nur einen koffeinfreien Kaffee. Oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hab's voll vergessen, dass wir den mitgenommen haben. Das ist schon sehr schade. Das ist traurig. So. Ein Tranja ist das, was, wenn Leute sich fragen. Tranja ist das hier. Das kleine schöne Ding. Oh. Mit einem Deckel mit zum Einstellen, wie heiß die Flamme sein soll. Und hier ist dann Spiritus drin. Richtig cool. Und das gehört zum Tranja, aber das ist so ein normaler Set. Kennt jeder, ne? Paar, zwei, drei Töpfe drin. Muss ein bisschen leise sein mit den Töpfen, weil dann hört ihr das nicht zu laut in der Audio. Das ist das Gestrüpp hier, da packt man gleich die Töpfe drauf. So. Ja, unser Morgen ist richtig gut angefangen, wir haben richtig scheiße geschlafen. Mhm. Aber wir haben trotzdem Bock auf den Podcast und nehmen das jetzt trotzdem auf für euch. So. Hier ist ein Deckel, den kann man aufschrauben. Und dann ist da Spiritus drin. Hast du ein Feuerzeug? Achso, ja. Ne, ein Feuerzeug haben wir doch nicht dabei. Das ist ein Feuerzeug. Okay, dann müssen wir abbrechen. Abbruch. Müssen wir jetzt unsere Survival-Tricks anwenden und versuchen, nur mit Holzstöcker Feuer zu machen. Ja, habe ich auch noch nie hinbekommen, muss ich sagen. Ich habe es nur fast hinbekommen. Da vorne hat auch irgendeiner Survival gemacht. Voll lustig. Hier hinten ist ein Shelter. So halbwegs von Kindern wahrscheinlich gebaut. Sieht relativ unstabil aus. Ja. Kann man drinnen nicht schlafen, auf jeden Fall. Ach so, ich habe das nicht gesehen, dass das da weitergeht. Das verwirrt mich auch voll oft. Ich habe ja schon gute Shelter gebaut schon und man sieht im Internet, wie Leute so Shelter bauen und so wirklich schöne Shelter. Aber wenn man selbst in seine Stadt rumläuft, denkt man so, man sieht nur kaputte Shelter. Man sieht nie so einen richtig coolen, selbstgebauten Shelter von jemandem. Das fehlt mir manchmal. Manchmal wäre das schon cool, von anderen Leuten mal Shelter zu sehen. Aber oft sind die einfach kaputt. Oder gar nicht, sag ich mal, so weit gebaut, dass man überhaupt drinnen pennen kann. Das machen ja die wenigsten. Super. Wir haben gutes Wasser dabei. Leitungswasser. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir machen sollen. Vielleicht so. Ist ja eigentlich voll cool, wenn wir eine zweite Kamera hätten und dann sieht man so den Kaffee von da. Stimmt. Oder wir nehmen die Kamera und filmen. Aber dann müsst ihr das da immer hinstellen, ne? Ja, ist auch nervig. Ja, Leute, ihr seht das doch nicht, wie es aussieht. Das ist ein Pott mit Wasser. Wir sind gerade zu faul, das kreativ zu machen. Wir haben aber eine richtig schöne Kanne, die ich extra für euch sauber gemacht habe, weil die war so fettig, dachte ich so, das kann man doch nicht zeigen. Das ist vom Kaffee, ne? Genau, das ist vom Kaffee. Und jetzt glänzt das wie eine Eins. Irgendwie nicht mehr, aber egal. Das ist wieder ein bisschen feucht geworden. Tau. Okay, jetzt müssen wir warten, dass das Wasser warm wird. Ja, worüber reden wir denn jetzt? Ich ziehe mir also eine Karte vielleicht. Ah, inspiriert mich das. Eine Karte ziehen. Okay, das ist schon mal gut. Da bin ich dabei. Kerpal Astrologie. Astrologie? Orakel. Das sind richtig schöne Karten. Die müssen wir eigentlich vor der Kamera zeigen, wenn wir die gleich ziehen.
Wollen wir eine bestimmte Frage stellen? Einfach so eine Karte ziehen? Oh ja, eine bestimmte Frage. Worüber sollen wir im Podcast reden? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, vielleicht inspirieren uns die Karten zu einem Thema. Aber was auch uns hilft und die Zuschauer. Oh, okay, die ist wieder reingerutscht. Die wollte gerade rauskommen. Weil ich die Frage verändert habe, ist sie so, nein, das ist doch die falsche. Das war nicht... Sehen die das da, wenn du das so mischst? Nee, ne? Weiß ich nicht. Du musst in die Luft schmeißen, dass sie es sehen. Kannst du ja gleich für deine Karte machen. Achso, ich dachte, wir ziehen nur eine dafür. Jeder zieht eine. Jeder zieht eine? Ja. Okay. Fühl ich wohl. Es ist irgendwie cool. Das macht so den Podcast spannend. Irgendwie, weil man muss selbst nicht reden. Man liest aber die Karte und man muss... Die Karte gibt vielleicht ein Thema. Ja, vielleicht inspiriert voll. Die uns. Aber es ist gerade, da kommt... Nichts raus, ne? Kommt kein Thema gerade. Der denkt auch so, wie soll ich jetzt eine Frage finden für euch und für die Zuschauer, dass der Podcast ein gutes Thema hat? Vielleicht ist das was... Oh, sind das die beiden? Vielleicht die. Ja, ne? Ich mach noch mal kurz, ob eine von alleine rausfällt, sonst ist es die. Jetzt so, oh, guck mal, da ist einer rausgefallen. Vielleicht so 30 Stück. Nein. Oh, das ist grausam. Ich habe das auch mal gemacht. So, die rausfallen, die lese ich dann. Und dann fallen so 7 Stück raus und du denkst so, oh, nee. Ich wollte nur 7 Stück jetzt lesen? Ich habe es auch nicht geschafft, 7 Stück zu lesen. Die eine war schon so schön, die hat mir gereicht. Okay, was war schon mal blau warm? Sagt man blau warm? Oh, da ist was rausgefallen. Und dann direkt mit Bild. Das ist ja, wow. Der Löwenzahn. Ah, das heißt also, ich muss über Löwenzahn reden. Die Frage gucke ich jetzt hier auch noch drunter. Diese Frage, vielleicht kommt die danach. Das heißt, die lege ich erstmal zur Seite? Mhm. Wir gucken mal, vielleicht ist die Karte wichtig, wenn wir erst die gelesen haben, wissen wir, was wir mit dieser Karte zu tun haben. Okay. Willst du trotzdem noch eine ziehen für dich? Oder ich lege die erstmal hier rein? Ja, okay. So, Leute. Oder ich suche die schönste raus, die ja schön aussieht. Aber du machst die Augen zu und ziehst irgendeine. Wieso? Oh, Mann. Ich hasse sowas. Okay, ich habe 3 Karten. Drei. Und eine von den 3 muss ich auswählen jetzt. Okay, dann tue ich die schon mal weg. Die fühlt sich gut an. Aber die auch, aber die nicht. Okay, dann ist die schon mal raus. Okay, interessant. Das wäre eine Karte für dich gewesen, glaube ich. Nein! Die hier. Die oder die? Die hier. Okay, dann kommt die weg. Bumisana. Vertrauen. Die anderen beiden kennst du. Es wären Johanneskraut und Paulo Santo gewesen. Cool. Aber Vertrauen ist lustig, weil die das sehen, die wissen ja, ne? Intuition, Vertrauen. Und das ist sehr schön, dass ich die Vertrauen-Karte bekomme. Hammer. Die sieht auch richtig schön aus. Ich bin voll neugierig, was da drunter ist. Mhm. Also, der Löwenzahn. Wir haben... Pusteblumen vom Löwenzahn. Den Krach. So sieht die aus, wie man sieht. Und das Thema ist der verwundete Heiler. Mhm. Also, der ist verwundet... Aber der kann sich trotzdem heilen. 164. Okay, soll ich das vorlesen oder? Ja, lies mal vor. Bedeutung: Verwundeter Heiler, Wunden als Tools zum Erwachen, Heilreise, Heilung des inneren Kindes. Das englische Wort für Löwenzahn: Dandelion. 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 Also, man sagt, du weißt, warum ich das so gemacht habe. Nein? Nee. Herr Ice Age, it must be the last of the season. Oh, Dandelion. Ne, kenne ich nicht. Ne. Sid. Ich kenne das nicht so richtig. Ich habe den ersten Teil geguckt und irgendwann den vierten und dann war es das irgendwie. Irgendwie sowas. Dann hast du ja auch den Gag gar nicht verstanden. Es gibt so einen Filter, der macht dein Gesicht so breit. Und dann hast du so. Ach so. Ach, wie lustig. Deswegen machen das auch alle, dass sie dann den Löwenzahn essen. Ach so,
so ernst? Ja, die Pusteblumen. Ach, wie lustig, weil Survival-Martina macht das auch. Ja, und dann, das heißt, es kommt eigentlich von diesen komischen Eichhörnchen oder wie nein, der, was nicht auch immer das ist. Nein, nicht das Eichhörnchen, das ist so ein... Ja, der halt mit den zwei ja, genau. Augen. Ich weiß gar nicht, was er ist. Ein Wiesel? Murmel, ein Murmeltier. Keine Ahnung, was er ist. Ich hab keinen Plan. Stimmt, das müsste ich machen eigentlich. Ich müsste so meine Kräuter essen. Ja. So, jetzt dieses neue Format, was ich hier habe. Und dann mein Gesicht dann, wie ich Kräuter esse mit so einem komischen... Meine das Augen sind da. Schon, das habe ich dir schon richtig oft gesagt, dass du das machen musst. Also, kommt aus dem Französischen. Dent de Lion. Keine Ahnung, ob man es ausspricht. Oder ich will es auch nicht aussprechen können. Zähne des Löwen. Zähne des Löwens. Der Löwenzahn. Die Franzosen nannten die Pflanze wegen ihrer harntreibenden Wirkung auch Ficelit. Ficelit? Ficelit? Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Oder ins Bett pinkeln. Die Native Americans nutzten sie bei Nierenerkrankungen, Schwellungen, Hautproblemen, Sodbrennen und Magenverstimmung. In der traditionellen chinesischen Medizin wurde der Löwenzahn bei Magenproblemen, Blinddarmentzündung, Brustentzündung und zur Unterstützung der Milchproduktion eingesetzt. In Europa behandelte man mit ihm Fieber, Furunkel, Augenprobleme, Diabetes und Durchfall. Ich habe jetzt schon Bock auf Löwenzahn essen. Das können wir gleich hier. Löwenzahn ist ein Überlebenskünstler. Er hat die außergewöhnliche Fähigkeit, auch in ungünstigen Umgebungen zu gedeihen. Löwenzahn lockert harte Erde auf und bildet tiefe Pfahlwurzeln, die den Boden verjüngen. Und genau das tut er auch für Körper und Seele. Er hilft uns dabei, uns zu erneuern, zu reinigen, zu mineralisieren und uns anzupassen. In der medizinischen Astrologie wird Löwenzahn mit der Sonne und Jupiter in Verbindung gebracht und gilt in erster Linie als ein Heil- und Bitterkraut, das nach und nach den Körper ins Gleichgewicht bringt und die Gesundheit und Vitalität steigert. Cool. Chiron, auch bekannt als der verwundete Heiler, war in der griechischen Mythologie ein weiser Zentaur. Er gab seine Unsterblichkeit auf, um Prometheus zu retten, nachdem dieser versehentlich von einem vergifteten Pfeil durchbohrt wurde und erfuhr, dass er trotz all seines medizinischen Wissens für immer Schmerzen haben würde. Er ist auch Teil einer Sternenkonstellation am Himmel. Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube, man spricht es Chiron und nicht... Weil das steht C-H-I-R-O-N. Chiron. Chiron. Ich glaube, es heißt Chiron. Bewegt sich auf einer Bahn zwischen Saturn und Uranus und markiert symbolisch das Grenzgebiet zwischen Saturn, der dritten Dimension und der konkreten Realität, und Uranus, der fünften Dimension und dem Quantengeist, der die Regenbogenbrücke zwischen den inneren und äußeren Planeten verkörpert. In der Astrologie steht schon wieder dieser Name. Chiron für unsere tiefsten, verletzlichsten Wunden, die am schwierigsten zu heilen sind, aber auch für unsere größten Begabungen. Das ist schön, der letzte Satz, ne? Unsere tiefsten, verletzlichsten Wunden, die am schwierigsten zu heilen sind, aber auch für unsere größten Begabungen. Ich verstehe nicht, warum das jetzt eine Ergabung ist von uns, diese Wunden. Ja, der steht für beides. Der steht für uns, das ist nicht das Gleiche. Der steht für die tiefsten, verletzlichsten Wunden, die am schwierigsten zu heilen sind, aber auch für unsere größten Begabungen. Also steht für beides. Okay. Für das Schwierigste und das Beste sozusagen gleichzeitig. Der Löwenzahn erinnert dich daran, dass du unabhängig von deinen Umständen stets Erfolg haben kannst. Übernimm die Verantwortung für deine Wunden, finde Dankbarkeit, tauche in die Tiefen deines Ursprungs ein und nutze deine Verletzungen, um den Sinn und die Heilung zu definieren, die du der Welt vermitteln und mit ihr teilen willst. Witzig, du hast ja gefragt, ne? Was? Der Welt vermitteln und mit ihr teilen. Das ist so, ich habe das gerade überhört. Ich glaube, wir haben das Thema gefunden. Über Heilung, und das soll ich euch vermitteln. Ich lese es nur vor. Übernimm die Verantwortung für deine Wunden, finde Dankbarkeit, tauche in die Tiefen deines Ursprungs ein und nutze deine Verletzungen, um den Sinn und die Heilung zu definieren, die du der Welt vermitteln und mit ihr teilen willst. Das ist voll schön. Lass nicht zu, dass dein Schmerz deine Persönlichkeit bestimmt, sondern schöpfe aus ihm Kraft und Sinn. Wie Chiron bist du aus dem Samen der höheren Ordnung und Intelligenz geboren.
Nimm das Geschenk dieser großen Heilkraft an und wage dich auf neue Wege über die vorgegebenen Pfade hinaus. Das ist wirklich schön. Das mache ich ja eigentlich schon, ne? So, für mich ist halt diese Sportübungen, Yoga, Kräuteressen für mich ja voll gut Heilung. Und ich teile das ja eigentlich euch mit. Das ist eigentlich schon cool. Schöne Karte. Löwenzahn. Leute, es gibt bald ein Video über Löwenzahn. Ich werde euch erzählen, wie man den lecker zubereitet. Was spielt leicht auf der Seite? Genau. Die Karte ist irgendwie, will ich noch nicht lesen. Ich glaube, ich muss die hier lesen, meine. Ja, Vertrauen. Das ist ja für dann nach. Das passt auch. Heilung, na, heile dich selbst, teile das mit den Menschen, was für dich Heilung ist. Mhm. Und vertraue. Interessant. Hä, das ist doch die ich gestern in der Hand habe. Meinte, guck mal, die ist voll schön. Weißt du noch? Ach, ist das die gewesen? Weil ich die Frau so schön fand. Cool. Ich gesagt, die finde ich richtig schön, die Karte. Hast du die ja jetzt angelockt. Hast du die schon gezeigt? Ja. Mhm. Cool. Sieht auch, ist auch eine schöne Pflanze irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie die in echt aussieht. Ist auch das Coole hier, diese Pflanzen, die hier gezeigt werden, die sind alles, das sind alles Heilpflanzen. Okay, Wasser ist jetzt auch gleich fertig. Die Karte Vertrauen. Bedeutung, Selbstliebe, Zurückeroberung eines Herzens, Zustand des absoluten Empfangens, Dankbarkeit, Empfindlichkeit, Mitgefühl. Ja, beim Löwenzahn ging es auch irgendwie um Dankbarkeit. Astrologischer Herrscher, Mond und Neptun. In der Shipibo-Tradition, keine Ahnung. Zeig mal. Hier. Shipibo. Oh, okay. Shipibo-Tradition, das kennt doch jeder. Diese Tradition ist sehr, sehr schön. Wird Bobinisana verehrt. Was? Verehrt. Bobinisana, glaube ich. Bobin? Bobin? verehrt, weil er eine Fülle von Heilwirkungen für Körper, Geist und Seele besitzt. Im Amazonasbecken beheimat, nennen viele das Kraut Sirenita oder Meerjungfrau. Oh. Ach, sehr schön. Auf wunderschönen Gemälden, die man im Amazonasgebiet bei Schamanen findet, wird es als Göttin dargestellt. Ein zutiefst kreativer weiblicher Geist, der über meisterhafte Heilfähigkeiten verfügt. Das ist wahrscheinlich sie hier. Hm. Oder die Meerjungfrau. Schon cool. Sirenita de los Rios hilft uns, die Wunden des Herzens zu heilen. Vergangene Beziehungen, Trauer, Verlust, Traurigkeit und Melancholie. Bobinisana wird oft von einem, ach, was ist das denn schon wieder, Curandero oder Heiler verschrieben, um Wunden aus der Kindheit oder eine verletzte Seele zu heilen. Guck mal, das, die hier war auch Heilung des inneren Kindes, war der Löwenzahn. Ach, ernst? Mhm. Ist ja cool. Ja, die passen gerade gut zusammen irgendwie, die Karten. Schon sehr schön. Ne, halt Wunden in der Kindheit oder eine verletzte Seele zu heilen. Ja, und die Anteile in einer schmerzhaften Vergangenheit zurückgelassen hat. Bobinisana hilft dabei, die Herzenergie tiefgreifend zu verstärken, um die transzendente Kraft der Liebe, der Empathie, des Einsseins und die Befreiung vom Schmerz zu erfahren. Bobinisana verleiht auch die Kraft der Intuition. Guck mal, Vertrauen und Intuition wird hier angezeigt, Leute. Intuition, Vertrauen. Ja. Ja, ich habe die drei Karten in der Hand gehabt. Ich dachte, welche Karte ist am besten? Die ganz linke. Intuitiv. Mhm. Jetzt habe ich die Karte. Okay. Also Intuition und des luziden Träumens. Viele Anwenderinnen oder Anwender, die Bobinisana während Ditas oder zusammen mit anderen
zeremoniellen Tränken einnehmen, erleben die Zeit anders, als ob die Grenzen zwischen Wachsein und Träumen erwischt würden. Verwischt wahrscheinlich. Ja, genau, verwischt würden. Es heißt, dass diese transzendenten Erfahrungen der Liebe, oh, das Wasser kocht, jenseits von Raum und Zeit eine wunderbare Herzheilung ermöglichen. Cool, ich will das haben. Ja, Inspiration, das kommt gleich. Das klingt aber, als ob das mehr so, als ob das wie so eine Droge ist. Ne? Eine Droge ist? Ja, ja, das kann sein, weil die zeigen auch hier Pilze. Wo? Pilze. Hier sind keine Pilze drauf. Nein, nein, bei den Karten gibt es auch Heilpilze, was sie da zeigen. Ja, da kann es sein, dass es auch so eine... Kommt halt drauf an, wie du es einnimmst. Es gibt ja, wenn du so getrocknetes Pilzpulver nimmst, das hat ja nicht die Wirkung, wie wenn du das in so einer schamanischen, rituellen, wie auch immer das zubereitet wird. Waldmeister macht ja auch schon ein anderes Zeitgefühl, finde ich, und macht dich auch ein bisschen, sag ich mal, high, ne? Weil hier steht ja, bei speziellen schamanischen Reinigungen zum spirituellen Erwachen oder als Tee aufgebrüht. Können wir mal gleich mal googeln. Google hat viele Fragen, die uns... Ich leg das mal hier rein, dann kann man das gleich weiterlesen. So, erstmal Kaffee-Time. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich da jetzt reinmachen soll. Warte. Ich glaube, ein bisschen mehr. Ja, ne? Hab ich auch wieder. Du weißt auch nicht, wie viel Wasser das ist. Ist das ein halber Liter, ne? Ich glaub, so ist okay. Kann sein, ja. So, wird irgendwie mein Kind halt schon wärmer. Weil kommt die Sonne sogar schon. Oh, geil. Es ist schön, ein Kaffee zu haben, auch wenn es ein Koffein-Kaffee ist. Koffeinfrei. Koffeinfrei. Achso, man macht erst die Hälfte und danach die andere Hälfte. Achso. Du musst dann einmal umrühren, eigentlich. Jetzt eigentlich? Nach einer Minute. Nach einer Minute, okay. Umrühren und dann nochmal, ich glaube, 3 Minuten ziehen lassen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr eigentlich unseren Podcast, weil wir haben da gerade mit erst angefangen und es ist eigentlich eine coole Idee, finde ich. Und ja, wenn ihr Themen habt, die euch, sage ich mal, interessieren, genau, dann schreibt doch mal gerne rein. Vielleicht, ja, fangen wir mal mit dem Thema mal an. Anstatt so blablabla. Aber vielleicht dieses blablabla ist vielleicht richtig schön. Ja, zum Einschlafen, zum Aufstehen, bei der Arbeit. Auch immer. Im Auto. Beim Auto. Das soll erstmal YouTube aufmachen. Okay, ich glaube. Rühren. Okay. Der ganze Rest rein, denke ich. So. So. Bist du eigentlich. Das ist voll dreckig. Ich war vorher auch schon so dreckig. Wahrscheinlich vom Baum. So, als hätte ich die schon dreckig mitgenommen. Freue ich mich schon, einen Kaffee zu trinken. Ein Kaffee. Hilfe, ein Stück Fuß. Jetzt noch Finn dabei, der hinter uns so schöne Musik macht mit seinem DJ-Pult. Oh, ja. Und wir reden so. Musik wäre schon wirklich geil dabei. Vielleicht hören die ja nachher Musik darunter. Stimmt, ja. Ihr hört wahrscheinlich Musik darunter. Wir werden für euch Musik reinmachen. Vielleicht, mal gucken. Hier. Sarah, falls du zuschaust, kommt dir das bekannt vor? Hat sie dir das geschenkt? Ja, hat sie mir zu Weihnachten mal geschenkt. Ah, cool. Du hast doch auch mal so Bilder gemacht mit Ketten, ne? Mit Gesichtern. Das erinnert mich ein bisschen daran. Ah, ja, stimmt. Ne? Ach so, vielleicht hat sie mir das auch deswegen geschenkt. Vielleicht. Hast du? Nee, ich glaube, sie hatte gesagt, sie hat die gesehen und das hat sie irgendwie an mich erinnert. Ja. Aber ja, stimmt. Ich habe mal so, im ersten Semester habe ich das gemacht. Da habe ich Gesichter aus Ketten gemacht.
Und ich habe schon vergessen, wie man so gedruckt oder sowas, ne? Dann hat man nur die schwarze Spur gehabt. Ja, auf Fotopapier. Das hat so einen bestimmten Namen, den ich natürlich noch weiß von meinem Studium. Das ist so eine bestimmte Fototechnik. Aber du fotografierst halt nicht, du brennst die Sachen in das Fotopapier. Mhm. Und das musst du in der Dunkelkammer machen. Ist eigentlich ganz witzig gewesen. Und dann legst du Sachen auf das Fotopapier und dann belichtest du das. Und je nachdem, was du draufgelegt hast, sieht das halt unterschiedlich aus. Wenn dir zum Beispiel, manche haben auch Federn genommen oder Blätter. Und das heißt ja eigentlich, dass mit der Belichtung, das Weiß ist eigentlich die Farbe und das Schwarz hat ja eigentlich, ist eigentlich noch deaktiviertes Papier eigentlich. Und deswegen sieht man das Schwarze, das Bild dann, wo man was drauflegt, weil das hat ja kein Licht bekommen. Nee, genau andersrum. Ach doch, andersrum. Das Weiß ist das nicht Belichtete. Ja, genau. Das Schwarze ist das Belichtete. Das Schwarze ist das Belichtete? Ja. Also ich dachte, schützt das, dass er kein Licht bekommt und deswegen... Nein, nein, das Papier ist ja vorher weiß. Dann legst du ist weiß. Und dann legst du was drauf und da, wo was drauf liegt, kann ja kein Licht dran kommen. Deswegen bleibt das weiß. Ah, und je nachdem, wenn du es jetzt... Wenn du es jetzt, ich weiß nicht, wenn man es kürzer belichtet, ob es dann grau werden würde, weil das ist, also es war schwarz-weiß Papier, es war kein farbiges Papier, weil Farbentwicklung ist komplizierter. Das ist dann so, so machst du es ja mit einem Negativ auch. Du legst ja, du hast ja dieses Ding und dann legst du oben dein Negativ rein und unten liegt das Fotopapier. Und dann hast du wie so ein Projektor. Stimmt, ja, ja. Hm. Und dann musst du den so drehen, musst du das Bild scharf stellen. Wie groß du das auch haben möchtest, genau, das Bild. Genau, du kannst die Größe, also größer als eine bestimmte Größe geht, je nachdem, mit was du fotografiert hast, nicht. Aber du kannst halt schon DIN A4, geht normalerweise. Weißt du, woher ich das weiß, Leute? Ich habe ein Let's Play mir angeguckt. Von Simon. Quetsch mal. Ja, der hat so ein Spiel gespielt, da hat er das auch hat gemacht. Hat er einen Fotofilm-Simulator gespielt? Ja, das war so ein Horror... Spiel oder so. Das haben wir zusammen, glaube ich, geguckt. So ein, ja, sowas gibt es ja öfters in Horrorspielen. Und dann musste der irgendwie Beweise finden, weil der hat, glaube ich, seine Erinnerungen verloren. Aber auf die Kamera waren seine Momente drin, was er vergessen hat, glaube ich. Und da hat er rumgestöbert halt, ne? Und dann musste der das auch im Wasser reinlegen. Musste der auch richtig mit Negativ und so? Ja, der hat das wirklich so reingedreht. Ja, ich glaube, ich so, der musste auch das Licht, ne, der musste das so scharf stellen, was du gerade erzählt hast. Okay. Das musstest du alles allein machen. Das war so richtig realistisch irgendwie. Ja, ich glaube, ich erinnere mich so halb daran. Ja, und einmal bei der Uni, ne? Warst du dabei? Ich war auch mal einmal in so einem Raum. Und das war dunkel, das waren so vier Wände. Ach, habe ich dir den... Holzwände, da musstest du so durch. Dann ist es richtig dunkel. Hast du den gezeigt? Hm? Bestimmt, wo wir die Stühle da reingeräumt haben, oder? Irgendwas, ja. Das war auch schon sehr cool irgendwie. Ja, das ist aber, also, ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber wir warten ja eh gerade auf den Kaffee. Ja, bla bla bla, bla 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 Podcast. Also, als ich das erste Mal in der Dunkelkammer war, das war sehr gruselig, weil ich erinnere mich noch, wir mussten halt, im ersten Semester durften wir nur analog fotografieren. Also wir durften halt gar, also zumindest für unsere Uni-Projekte durften wir keine digitalen Bilder abgeben. Es musste alles, und wir mussten die selber entwickeln und vergrößern und so. Und das haben wir halt alles gelernt. Manche konnten das vielleicht auch schon. Ich glaube, der ein oder andere hat das selber privat schon mal gemacht. Aber ich hatte da gar keine Erfahrung mit. Also ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann musste ich mir auch, ich glaube, eine Kamera erstmal ausleihen, weil ich hatte gar keine. Und dann... Wenn der Film voll war, musstest du halt mit dem Film in diesen dunklen Raum. Also da, wo wir drin waren, da war ja so ein großes Becken. Mhm, und dann gab es ganz viele kleine Räume. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und da ist dann ein Tisch drin, dann kannst du die Tür zuziehen und da ist dann auch das Vergrößerungsgerät. Keine Ahnung, da war ja auch irgendwie mehr Behälter mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Ja, das ist aber nicht der Raum. Ach so, also, aber den kenne ich nur. Ja, den meine ich. Aber in diesem Raum sind ganz viele kleine Kabinen gewesen. Ach so, ja, genau. Hm. Da bin ich gerade. Mhm. Und da drin musst du dann halt die Tür zuziehen, weil da hast du es wirklich, wenn die Tür zu, siehst du gar nichts. Ach krass. Es ist stockdunkel, weil da darf kein Licht drauf kommen. Und da musst du im Dunkeln diesen Film halt auf so ein... Also, wenn du Pech hast und zu viel fotografiert hast, musst du den erstmal aufbrechen, weil normalerweise guckt so ein Schnipsel raus, dann kannst du es rausziehen. Okay, aber ich konnte nie den Schnipsel rausziehen. Und direkt beim ersten Mal, dann legst du dir halt
alles hin, ne? Weil ich schütt uns mal ein. Und dann machst du das Licht aus. Und wenn du das Licht ausgemacht hast und du den Film aufgemacht hast, darfst du das Licht nicht mehr anmachen, weil dann ist der Film kaputt. Und dann stehst du da in diesem dunklen Raum. Du weißt halt, das ist für die Uni und du kriegst eine Note dafür. Und das muss jetzt funktionieren. Voll gruselig eigentlich. Und alle anderen sind irgendwie schon fertig. Und alle irgendwie besser. Und du denkst so, hä, wie habt ihr das denn? Ja, alle sind schon aus der Kabine raus und du stehst da und... Das ist viel Kaffee. Achso, passt. Ich glaube, das reicht erstmal, ja. Achso, ich hätte jetzt noch ein bisschen drin gelassen, um anzupassen, aber egal. Also, oder nehmen wir alles. Ich habe hier keine Milch, ich trinke das ja so schwarz. Achso, Leute, sorry, ich wollte nicht reinsprechen, aber die Tasse, das Bild verändert sich. Have you seen Tears Witzra? Kann ich nicht ausspielen. Aber, ne, von Harry Potter, richtig cool. Da ist dieser komische Gefängnistyp. Ich sag einmal nur komisch, weil ich will nicht spoilern, wenn Leute, es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die Harry Potter nicht geguckt haben. Ja, dann haben die ehrlich gesagt Pech gehabt. Ja. Wenn, also ich hab auch wirklich dieses Jahr im Winter Harry Potter endlich mal geguckt. Wer jetzt und immer ich hab noch, richtig, ne? Jetzt ganz ehrlich, wer jetzt immer noch kein Harry Potter guckt, der kann auch gespoilert werden. Ja. Wer das immer noch nicht weiß. Na, aber das ist mit ihnen fängt ja die Geschichte ja am vierten Film erst an. Das ist schon ein krasser Spoiler. Jetzt hast du schon gespoilert, dass es ihn überhaupt gibt. Ja, den kennt man ja beim ersten Folge, oder nicht? Oder bei zweiten? Ich weiß es gar nicht. Okay. Ich glaube, bei der zweiten. Für mich ist das eine lange Geschichte. Ich kann das nicht so gut auseinanderhalten, was in welchem Teil passiert. Wir haben auch extra, weil diese Filme so Hammer war, habe ich mir so ein 100-Euro-Buch gekauft. Die Harry-Potter-Bibel. Ja, die Harry-Potter-Bibel. Die ist einfach so fett. Und das Buch ist so schön, weil diese Originalbücher sind so hässlich. Aber das ist insgesamt, wo alle Teile drin waren, das sieht so schön aus. Das ist so aus, sieht so wie Plastikleder aus, ne? So künstlicher Leder. Es ist lila und alles, was drauf geschrieben wird, ne, ist alles aus Gold und so. Das ist voll schön. Du siehst auch die Hotboard, ne, das Schloss und die eine Eule. Diese eine Eule, dieser eine Typ. Dieser Typ mit dem langen Bart. Ja, deswegen habe ich das Buch und ich muss mich nochmal reinfuchsen. Weil die Filme verraten zu wenig, glaube ich. Gandalf ist auch dabei. Ah. Ich glaube, das hast du wirklich schon mal gesagt. Ja, ne? Gandalf. Ja, hier, Gandalf. Nein, Michael. Das ist nicht Gandalf. Ja, das habe ich locker gesagt, ja. Aber Gandalf würde auch reinpassen in dieser Welt. Ja, so ein Gandalf? Vielleicht bei Harry Potter? Ach, kommt so ein Crossover. Weil der andere ist ja tot. Jetzt, boah, Micha. Das ist ein viel heftigerer Spoiler, als dich zu sagen, wie er heißt. Das stimmt. Ich erzähle euch nicht, wie der heißt. Das ist ein Spoiler. Aber ich spoilere euch das Krasseste von allen. Aber vielleicht haben es ein paar nicht geschenkt. Aber gut. Ne, du weißt ja, was man. Vielleicht gibt es ja einen achten Teil dann oder einen siebten, ich weiß gar nicht. Und dann kommt einfach, ne, Gandalf. Ich will euch nicht spoilern. Ich sag am Anfang nochmal, oder ich schreibe nochmal. Triggerwarnung. Ja, Triggerwarnung, Spoiler von Harry Potter in dieser Minute. Boah, mal gucken, ob ich das mache. Das ist genauso dumm, wie wenn man heute immer noch nicht weiß, wer Hannah Montana ist. So, dann bist du selber. Aber schau mal, du bist irgendwie sieben. Oder so. Ja. Ja, du bist noch zu blöd und du wartest noch, dass du 15 bist und dann kannst du Harry Potter mal richtig gucken. Ja, und dann kommt einer und sagt, ja, es gibt's ja schon 30 Jahre, aber ich bin 15, ich hab's gar nicht miterlebt. Ja, gut, okay. Ja. Aber als ob die sich das jetzt hier angucken. Ja, das stimmt. Ja. Ich hab hier keinen Bock drauf. Ja. Die gucken dann die Netflix-Serie von Harry Potter. Schmeckt sehr lecker. Ich brauche noch Milch. Ja, muss reinschütten. Ja. Ach, willst du noch mal warm machen? Ja, sonst wird Macht das doch Sinn, kalt. Ne? Aber wenn wir das warm machen, ist dein Kaffee kalt. Das ist das Problem. Ich hätte es zusammen warm machen müssen. Es ist alles zu spät jetzt gerade. Aber wir probieren es aus. Wenn wir das direkt gemacht hätten... Ja, bla 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 bla. Bla 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 bla. Alter, der Feuer ist fast in meinen Kaffee gefallen. Ich mach so vortrinken, nachtrinken. Boah, habt ihr gesehen? Das war voll geil. Survival Martin, Knossi und Joy Kelly haben ein Video gedreht auf Martin Kanal und ihm einfach so ein Safe wollten die kaputt knacken. Das fand ich so lustig. Gibt es da nicht voll viele Videos von? Ja, aber nicht mit den zwei Chaoten. Ach so. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich spoiler mal nicht. Ich erzähle euch nur, was im Tresor drin war. Genau. Aber sonst spoiler ich nicht. Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kommt doch nächstes Mal gerne vorbei und schaut noch einen an.
Weil wir haben jetzt schon 42 Minuten. Das heißt, der Podcast ist vorbei für euch. Ja, willst du noch was sagen? Habt ihr gehört, Leute? Wie gesagt, abonniert. Liked. Ja. Abonniert, habe ich schon gesagt. Leute, wenn es euch gefallen hat, ne, dann schaltet jetzt aus. Nein. Nee, schaltet für die nächste Folge ein. Ja, stimmt. Ja. Beides. Gibt es noch eine nächste Folge? Ja, bestimmt. Ne? Wir sitzen hier noch ein bisschen. Ja, wir müssen noch Tee kochen. Wahrscheinlich gibt es noch einen Teil 2. Ja, weil wir müssen noch Tee kochen, wir müssen noch über Harry Potter reden und die Spoilers, die ich noch euch heute noch beim nächsten Podcast noch erzählen möchte. Nein. Okay, haut rein. Tschüss.